Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Talkrunde begrüßen. Es geht heute um digitales Lernen und Lehren und ich freue mich sehr, dass mein Kollege Professor Rudolf Kammer, der an der FAU den Lehrstuhl für Pädagogik mit Schwerpunkt Medienpädagogik innehat, sich heute für ein Gespräch zur Verfügung stellt. Herr Kammer, ich grüße Sie ganz herzlich. Wie geht es Ihnen? Hallo, Herr Honecker. Ja, soweit ganz gut. Wir sind natürlich alle mit der Situation auch ein bisschen in Sorge, aber insgesamt können wir uns momentan nicht beschweren. Ja, ich kann Ihnen nur sagen, an der FAU sind wir im Moment sehr damit beschäftigt, in den Semesterstart zu gehen am 20.04. Wir planen den vollständigen digitalen Auftritt der FAU. Unser Studienangebot soll digital zur Verfügung gestellt werden und unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten also mit Hochdruck daran. Ich hätte es vor 3 Wochen nie für möglich gehalten, dass wir solch eine Digitalisierungswelle für das Sommersemester anpacken. Und für uns stellen sich da natürlich auch sehr, sehr viele Fragen. Eine darunter ist, lernen wir anders, wenn wir digital lernen? Ja, ich hatte gerade eine Stunde vorher auch Besprechung am ELI, auch über Zoom tatsächlich zu dem Thema. Also wie wollen wir das Lernen und Lehren mit digitalen Medien online gestalten in dem Semester? Wir lernen anders und die Möglichkeiten sind aber durchaus vielfältig. Ja, es gibt natürlich hier also asynchrone Formen, wo man zeitversetzt sein Material, seine Übungen durcharbeitet. Es gibt die Webinare, die Live-Schaltungen. Also da ist das Spektrum doch erstaunlich hoch. Aber wir müssten uns klar bewusst werden, es ist eine Notlösung. Wir würden uns schon wünschen, dass es mehr natürlich Live-Kontakte gibt, mehr Präsenzveranstaltungen. Auch von unserer fachlichen Perspektive empfehlen wir eher Blended Learning, also eine Mischung von Online-Phasen und Präsenzveranstaltungen. Aber man kann auch online vieles machen. Und wir wollen eben den Lehrenden am ILI auch helfen, tatsächlich das möglichst gut zu meistern. Mit Blended Learning sprechen Sie ja auch eine Lehrform an, die ein hybrides Modell verfolgt. In der Corona-Pandemie, in der wir uns derzeit befinden, gibt es keine Möglichkeit zur Präsenzlehre. Wir wissen auch noch nicht, ob wir während des laufenden Semesters dann umstellen können. Aber im Moment sieht alles so aus, dass wir komplett ohne soziale Kontakte das Lehrangebot anbieten werden und durchführen werden. Was glauben Sie, welche Auswirkungen hat denn auf den Lehrbetrieb das Fehlen der sozialen Kontakte? Also man weiß aus anderen Kontexten, jetzt zum Beispiel von der Fernuniversität Hagen, dass also Lehrveranstaltungen, die komplett online stattfinden, tatsächlich auch eine gewisse geringere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also es gibt Studierende, die sich da schwerer tun, tatsächlich dann denselben Lernerfolg zu erlangen, als wenn die Präsenzveranstaltung tatsächlich dann stattfinden würde oder dann eben mehr soziale Kontakte da sind. Also insofern muss man versuchen, tatsächlich das eben auch aufzufangen, eben damit man auch klar signalisiert, dass man trotzdem ansprechbar ist, dass es tatsächlich auch für die Studierenden die Möglichkeit gibt, bei Nachfragen tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Denn man muss eben vermeiden, dass Studierende tatsächlich das Gefühl haben, sie sind jetzt ganz allein auf sich gestellt und haben also quasi jetzt nur den Rechner vor sich und das Material und können sich das zwar alles anhören und durchlesen, aber es gibt keine Möglichkeit, hier Nachfragen zu starten. Also das wäre tatsächlich auf alle Fälle schon mal ein wichtiger Punkt. Es schauen auch jetzt viele Kolleginnen und Kollegen aus der FAU zu und die Professorinnen und Professoren stehen natürlich auch vor einer großen Herausforderung. Was müssen denn die Lehrenden beachten, wenn sie ihr digitales Angebot aufbauen, zur Verfügung stellen und auch während des Semesters betreuen? Ja, jetzt gerade in der Phase des Aufbaus, wo auch noch viele Sachen entwickelt werden, empfehle ich tatsächlich auch, dass man überlegt, wo man vielleicht auch bestimmte Dinge standardisieren kann. Also wir haben in manchen Modulen ja also eine große Auswahl an Wahlpflichtveranstaltungen
Und vielleicht muss ich also diese Vielfalt ein Stück weit reduzieren und versuche dann tatsächlich auch mit anderen Lehrenden, mit Kollegen gemeinsam auch einzelne Lehreinheiten zu entwickeln, die vielleicht auch dann mehrfach in Seminaren zum Einsatz kommen können. Das ist tatsächlich schon mal ein Punkt. Und ich glaube, auch bei den Formen, die wir jetzt finden, müssen wir auch ein bisschen gucken, dass in den Studiengängen tatsächlich auch ein bisschen eine Abwechslung stattfindet. Sollte vermeiden, zum Beispiel, dass man eben jetzt einen ganzen Tag ein Webinar nach dem anderen hat. Das ist tatsächlich auch recht schwierig, sondern also eine gewisse Vielfalt wäre natürlich jetzt wünschenswert. Und das gelingt nur, wenn man sich quasi in den Modulen, in den Studiengängen auch ein bisschen abspricht, wer was macht, damit man da auch unterschiedliche Sozialformen, unterschiedliche Arbeitsformen, unterschiedliche Gestaltung vom Zeitmanagement her dann umsetzen kann. Und es ist bei der Vorlesung, bei der klassischen Vorlesung ist es, glaube ich, noch naheliegender, dass man tatsächlich da hier vielleicht dann eben einen stärker belehrenden Duktus natürlich drin hat. Aber wir haben ja zum Beispiel auch also bei Übungen, bei Seminaren ganz andere Arbeitstechniken, ganz andere Lehrformen. Und da muss man versuchen, wie man didaktisch tatsächlich auch einiges gestalten kann. Nur um ein Beispiel, ein Stichwort zu geben, auch Forschungsdaten kann ich zum Teil ja durchaus auch online zur Verfügung stellen. Also ich kann durchaus auch ein forschendes Lernen online gestalten. Das muss tatsächlich eben jetzt nicht eine reine Belehrung sein, sondern also mein Bemühungen wäre tatsächlich schon auch, dass man auch unter diesen Bedingungen Studierende ermutigt, tatsächlich auch so eine forschende Perspektive einzunehmen. Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen. Sie haben drei Punkte angesprochen. Das eine ist, wir müssen das Lehrangebot ausdünnen, uns auf die wichtigen Aspekte fokussieren. Das ist auch die Botschaft, die wir seitens der Universitätsleitung an unsere Kolleginnen und Kollegen senden. Höchste Flexibilität, die Studierbarkeit muss sichergestellt sein. Und wenn dann mal das eine oder andere Wahlangebot wegfällt, ist das auch nicht so schlimm. Den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, es besteht ein erhöhter Abstimmungsbedarf zwischen den Lehrenden, um auch ein abwechslungsreiches Programm für unsere Studierenden sicherzustellen. Hier sind insbesondere unsere Studiendekane und die Studiengangsverantwortlichen gefordert. Und das dritte Thema und auch ein ganz wichtiger Punkt, der für uns an den Universitäten vielleicht auch in der Form neu ist, man muss auch teilen. Also das Vorlesungsangebot beispielsweise aus einem anderen Department mitnutzen oder auch über die Universitätsgrenzen hinweg zusammenarbeiten und das Vorlesungsangebot ja, geteilt auch über die verschiedenen Standorte einsetzen. Das erfordert alles eine hohe Flexibilität. Wir sind in kürzester Zeit gezwungen, diese Flexibilität an den Tag zu legen. Und da ich selbst zwei Kinder habe, weiß ich, was auch Flexibilität bedeutet, gerade jetzt im Zusammenhang mit den Schließungen der Schulen. Lassen Sie uns auch kurz über das Lehren und Lernen an Schulen sprechen in Zeiten der Corona-Pandemie. In Deutschland sitzen im Moment unzählige Kinder zu Hause, werden über die digitale Lehre mit Informationen versorgt, müssen Hausaufgaben erstellen, diese einreichen. Die Interaktion mit den Lehrern erfolgt heute digital. Welche Schwierigkeiten sehen Sie denn insbesondere im Schulbereich, lieber Herr Kammerl? Also im Schulbereich sehe ich also sowohl auf der Anbieterseite, aber auch bei den Familien tatsächlich natürlich Schwierigkeiten. Also bei den Lehrern zunächst mal muss man ja ein großes Lob aussprechen, dass also sehr viele sehr schnell an den Start gegangen sind und quasi aus dem Stand heraus auch tatsächlich versucht haben, mit den digitalen Möglichkeiten zu arbeiten. In der Schule, wo meine Kinder zum Beispiel auch sind, hatten die dann schon am Dienstag tatsächlich ihre erstes Teams-Meeting über Microsoft und haben versucht, gerade in der Oberstufe tatsächlich auch Unterricht anzubieten. Und das ist aber tatsächlich eben nicht in allen Schulen gleich so gelungen. Und man merkt natürlich auch bei den Lehrkräften, dass es da unterschiedliche mediendidaktische Fortkenntnisse gibt, aber auch zum Teil ein bisschen unterschiedliches Engagement. Auf der Seite, also da wäre tatsächlich auch der Punkt, dass eben hier eine stärkere Koordination auch stattfinden müsste. Also wenn jetzt jede Lehrkraft tatsächlich nur eine Unterrichtseinheit vorbereiten würde, dann gäbe es ganz schnell tatsächlich und das teilen würde, dann gäbe es auch hier ganz schnell ein reichhaltiges Angebot.
Und vor dem Hintergrund, dass abzusehen ist, dass auch in den nächsten Monaten immer wieder mehrere Kinder wahrscheinlich in Quarantäne sein müssen, also wäre das dringend erforderlich, dass man da tatsächlich jetzt auch zentral ja sowas gestaltet, wie wir auf der Hochschulebene schon kennen, also analog zur virtuellen Hochschule Bayern, vielleicht eine digitale Schule Bayern, damit man eben auch ein Angebot macht, das eben dann möglichst professionell gestaltet wird für Schüler, die gerade nicht an Schule teilnehmen können. Auf der Seite der Familien stellt sich es nochmal anders dar. Da haben wir tatsächlich auch bedingt durch soziale Ungleichheit ganz unterschiedlich gelagerte Problemlagen. Also bei den sozial schwächeren Familien beginnt es tatsächlich schon damit, dass Schüler zum Teil eben gar kein eigenes Zimmer haben, wo sie sich zurückziehen können zum Lernen, sondern sie müssen es teilen mit anderen Geschwistern, stehen vielleicht auch gar nicht so viele digitale Endgeräte zur Verfügung, sondern muss dann eben mich in der Familie abstimmen, wer tatsächlich jetzt wann wo gerade arbeitet. Und Eltern haben natürlich auch unterschiedliche Situationen, dass also manche sind mit der Form des Lernens tatsächlich auch selber gar nicht vertraut und können hier wenige Hilfestellungen geben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich aber Familien, wo die Situation ganz anders ist. Und das sind vielleicht gerade Eltern, die jetzt selber im Homeoffice arbeiten, ganz froh, wenn im Zimmer nebenan tatsächlich eben die Schüler jetzt auch dann schulische Aufgaben machen und halt jetzt nicht vor der Glotze sitzen oder an der PlayStation. Und deshalb ist meine Einschätzung schon, dass die große Mehrheit auf alle Fälle das sehr begrüßt, zum Teil natürlich auch wahrnimmt, dass es noch Anfangsprobleme gibt. Es gibt eben auch besondere Bedarfe bei sozial Schwächeren. Manche Kommunen stellen tatsächlich auch schon Leihgeräte zur Verfügung. Das finde ich auch ganz gute Idee. Und man muss sich auch Gedanken machen, ob man vielleicht tatsächlich auch ja, noch andere Hilfestellungen einführt. Sie sprechen schon die sozialen Unterschiede an und auch die Ausstattung mit entsprechenden Endgeräten, die ja notwendig sind, um überhaupt an der digitalen Lehre teilzunehmen. In dem Zusammenhang fällt mir ein, unsere Schülerinnen und Schüler, das sind ja Digital Natives, ja, die sind ja groß geworden in der digitalen Welt. Und ich hatte in der letzten Woche ein Gespräch geführt mit der Kollegin Sabine Pfeiffer, die gesagt hat, die Digital Natives können zwar mit YouTube und TikTok umgehen, aber wenn sie eine E-Mail versenden wollen, dann gibt es da schon Probleme. Sehen Sie da durchaus auch Defizite bei der digitalen Kompetenz unserer Schülerinnen und Schüler? Ja, also die gibt es durchaus und man kann das auch mit internationalen Vergleichsstudien festmachen. Die ICLS-Studie zum Beispiel 2018 hat das auch nochmal deutlich untersucht. Also da ist also Deutschland, also was eben das digitale Lernen anbelangt, aber auch die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern, also im internationalen Vergleich tatsächlich eher ein bisschen geschlagen, ein bisschen hinten dran. Aber bei den, gerade also zum Beispiel jetzt bei den Fertigkeiten, die Sie angesprochen haben, das können Schüler tatsächlich eigentlich relativ schnell sich beibringen. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich jetzt also unüberbrückbares Hindernis ist, tatsächlich jetzt also eine E-Mail dann adäquat zu verschicken oder auch die Nutzung von Microsoft Teams oder anderen Konferenztools tatsächlich können sich also Schüler schon relativ, also ältere Schüler vor allem relativ schnell aneignen. Schwieriger wird es tatsächlich auch zum Beispiel bei der beim effizienten Arbeiten, bei der effizienten Nutzung dieser Tools. Also das ist tatsächlich was, was durchaus kein Selbstläufer ist. Da brauchen Sie eine Anleitung von Erwachsenen oder auch zum Beispiel bei der Reflexion, also von Medienangeboten, bei der zum Beispiel bei der Frage der Glaubwürdigkeit von digitalen Informationen. Jugendliche informieren sich tatsächlich auch bei politischen Fragen oder auch bei Gesundheitsfragen in erster Linie im Netz, in Social Media. Und sie können zum Teil nicht richtig einordnen, ob die Quelle jetzt tatsächlich vertrauenswürdig ist oder nicht oder woran man das eigentlich feststellen kann. Also da gibt es tatsächlich durchaus verschiedene Bereiche, wo eben eine gezielte Kompetenzförderung auch dringend erforderlich ist. Und ich glaube, dass aber jetzt auch durch die Situation Schüler auch relativ schnell begreifen können, dass man eben ja, Internet, digitale Möglichkeiten nicht nur für Unterhaltung nutzt, sondern dass es eben ganz ein wichtiges Arbeitsmittel und Informationsbeschaffungsmittel sein kann. Sie sprechen gerade auch die Rolle der Eltern an, die ja unterstützen, die Reflexion auch des Gelesenen.
ermöglichen sollen und vor allem auch bei der Bewertung der digitalen Inhalte unterstützen sollen. Viele Eltern sind im Moment auch in der Situation, dass sie sich als Ersatzlehrkräfte letztlich fühlen und auch in der Rolle wiederfinden. Was raten Sie diesen Eltern? Ja, ich glaube, man muss seine eigenen Grenzen tatsächlich schon sehen. Ja, also es ist keinem geholfen, wenn Eltern versuchen, jetzt zum Beispiel die Hausaufgaben für die Kinder zu machen oder tatsächlich also die Rolle des Lehrers komplett zu übernehmen. Also ich glaube, als Elternteil muss man vor allem eben versuchen, sicherzustellen, dass Kinder tatsächlich eben die Arbeitsaufträge bekommen, das Material auch da ist, dass quasi eine Lernumgebung geschaffen wird, wo das Kind also möglichst tatsächlich dann nicht abgelenkt wird von anderen Bereichen, dass auch Zeitfenster definiert werden, morgens zum Beispiel, wo eben dann die Aufmerksamkeit der Schule gelten soll. Aber man darf sich auch nicht verrückt machen. Es kann nicht sein, dass eben Eltern versuchen, dann quasi die Unterrichtsinhalte den Kindern zu erklären und die hatten es selber vielleicht gar nicht in der Schule. Das ist schon, es bleibt nach wie vor tatsächlich die Aufgabe eben der Lehrkräfte. Und wo es Schwierigkeiten gibt, das sind Schüler, das sind aber auch Eltern natürlich gefordert, das rückzumelden, dass es tatsächlich jetzt vielleicht eine Aufgabe war, wo es eben große Schwierigkeiten gab. Und Lehrer wissen natürlich auch um die Situation, wir alle wissen um die Situation, dass es halt jetzt in der aktuellen Situation nicht darum geht, also Schule zu ersetzen, sondern halt möglichst sinnvolle Aufgaben zu finden und auch Lernzeit ein Stück weit zu organisieren. Und wo es Schwierigkeiten gibt, muss man zusammenarbeiten. Da ist also die Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern ganz, ganz wichtig. Aber Eltern sollten nicht versuchen, tatsächlich jetzt Ersatzlehrer zu werden. Das schaffen sie auf die Schnelle natürlich auch gar nicht. Ja, ich meine, wir haben ja einen unglaublichen Kaltstart hingelegt, sowohl im schulischen Bereich als auch an unserer Universität. Wir sind alle gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Und was uns universitätsseitig natürlich interessiert, wie geht es nach der Zeit von Corona weiter? Wie sieht es nach der Krise aus? Wie gelingt uns der Übergang in die Präsenzveranstaltungen? Wird es dann hybride Strukturen geben oder werden wir gänzlich zurückfallen auf das alte Muster? Spannende Fragen, die Sie sicher auch wissenschaftlich beschäftigen werden in Zukunft. Mich würde interessieren, wie sehen Sie die Zukunft der Lehre sowohl an den Universitäten als auch an den Schulen? Ja, also als Wissenschaftler tatsächlich versuche ich, solche Effekte dann auch irgendwie festzuhalten. Also Sie haben es ja angesprochen, tatsächlich, wir haben laufende Forschungsprojekte und wir werden da eben auch Familien befragen dazu. Wir werden auch Lehrkräfte befragen. Also das ist schon, wo wir da zunächst mal offen davon ausgehen, dass also hier ganz spannende Lernerfahrungen stattfinden, vielleicht auch sich Einstellungen verändern und das versucht man tatsächlich auch dann mit Befragungen zu erfassen. Ich persönlich gehe davon aus, dass es durchaus einen positiven Effekt hat, dahingehend, dass wir eben dann zukünftig uns zunächst mal natürlich freuen, dass es wieder Präsenzveranstaltungen gibt, aber dass wir quasi also in Richtung Blended Learning dann stärker versuchen werden, also auch intelligent dann digitale Formate zu kombinieren mit Präsenzphasen und dass wir eben jetzt mehr Personen sind, die tatsächlich eben auch erste Lernerfahrungen damit eben gewonnen haben und dass insgesamt tatsächlich auch die Bereitschaft eher steigt, tatsächlich auch also mit solchen Dingen zu kombinieren und eben auch digitale Formate zu integrieren. Die FAU hat ja seit langem eine Spitzenstellung im Bereich der digitalen Lehre eingenommen und bin mir auch sicher, dass wir die Krise jetzt dazu nutzen, diese Spitzenposition weiter auszubauen und vor allem auch die Awareness, das Bewusstsein für die digitale Lehre bei uns im System weiter schärfen werden. Lieber Herr Kollege Kammerl, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und die vielen wichtigen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und das Wichtigste am Schluss, bleiben Sie gesund, lieber Herr Kammerl. Danke, hat mich sehr gefreut und ja, Ihnen auch alles Gute, bleiben Sie ebenfalls gesund.